Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier bei Crush 45 89. Bevor wir weitermachen, wir sind nämlich beim wir waren jetzt beim Hateno-Institut und haben uns zum Schluss noch den kompletten Strand drüben abgegrast. Wir haben zwar auch dort einen Schrein entdeckt, aber bis dass wir dorthin gelangen, braucht das noch eine Weile. Hier sind sogar zwei, wie man feststellen darf. Ja, also ich glaube nicht, dass wir da rüber gleiten könnten. Ich hätte es gerne probiert, aber das ist mir ein bisschen zu knapp. Ich könnte es ja probieren. Probieren geht über Studieren. Ansonsten können wir einfach uns doch mal wegteleportieren. Zurück zum Institut. Wenn wir gegen Overleiden, dann ist das halt so. Ist ja nicht schlimm. Okay, jetzt diesmal probieren wir es aber. Vielleicht hätte ich doch vorher die Klamotten ablegen müssen, weil anscheinend bin ich jetzt mit der Rüstung ein bisschen zu schwer. Treibt mich hier überhaupt der Wind auch nicht eher zurück, was das betrifft? Ich hoffe, die Ausdauer reicht aus, um darüber zu kommen. Weil wenn wir ins Wasser dabei plumpsen, platsch, dann ersaufen wir. Scheint nicht auszureichen. Moment, ich habe doch noch noch etwas zum Essen. Dass man Ausdauer. Nein! Es reicht einfach nicht aus. Vielleicht hätte ich lieber was ablegen sollen. Vielleicht liegt das an meiner Rüstung. Ja, schon sind wir wieder, landen wir wieder hier mit einem Herz weniger. Ich weiß ja nicht. Wie können wir das am besten erreichen? Also mit einem Parasegel geht es anscheinend nicht wirklich. Dann würde ich vorschlagen, wir haben ja damals noch einen übersehen. Beziehungsweise nicht übersehen. Ich schlage vor, wir kehren dann nochmal zu den einen Turm zurück. In der Nähe. Hateno-Turm. Denn wir haben da nämlich Schreine nicht markiert, so wie wir es eigentlich machen sollten. Ich glaube, das wäre das Beste, wenn wir das so machen würden. Zurück zum Hateno-Turm. Und dann gab es vorher noch einen anderen Schrein, wo es zuerst aussah, als wenn wir nicht drankommen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Hindernisse vielleicht doch mit den Bombenfallen zu entfernen wäre. Ansonsten könnte ich jetzt mit den Feuerpfeilen versuchen. Vielleicht kann man das wegbrennen, was diese stacheligen Hindernisse. Es müsste doch irgendwie möglich sein, das aus dem Weg zu räumen, um an den Schrein zu kommen. Denn ansonsten kann ich mir jetzt weder neue Ausdauer noch ein Herz leisten. Aber wir werden zuerst mal jetzt vom Turm aus die anderen Schreine, die es hier gibt, markieren. So. Da haben wir zum Beispiel einen. So, langsam vorsichtig rüber bewegen. So. Das ist Lava. Auch gleichzeitig ein Turm ist das, oder? Den werde ich mal anders markieren. Ich mache das nämlich so. Ich markiere ihn. Über, na komm. Ach. So. Ich glaube, der hier. So. Welche Stimme könnt ihr da ein bisschen platzieren? Ist egal. Wir können bis zu 100 Stimmen platzieren. Sehe ich das richtig? So. Und diese Markierung löschen. Tja, weil so habe ich jetzt, habe ich schon mal einen Turm hier markiert. Dass ich diese Stellen aufsuchen kann. Mein Ziel ist es nämlich, so viele Schreine wie nur möglich, zu besichtigen. Weil mit denen kann ich ja. Diese sind da eine Möglichkeit,
zusätzliche Herzcontainer und zusätzliche Herz- und Ausdauercontainer zu verdienen. So, gehst du Stadt in der Nähe. So, da drüben war ja den Ozean ein Meer. Hinter den Ozean ein Schrein. Oh mein Gott. Was plapper ich da für ein Bullshit? Ich kann leider von hier aus jetzt nicht erblicken. Schade. Was ist das denn? Schon ein paar kleine Grafikbugs, wie es scheint. Ja, mehr kann ich aktuell nicht erkennen. Ah, hier ist noch einer. Sehr schön. Und hier oben, oder? So, noch zwei Markierungen habe ich insgesamt übrig. So, welcher Schrein ist denn der nächsten? Der hier da drüben. Tja. Weiß ich nicht mehr, wo sich der andere Schrein befand, den wir einfach mal geskippt haben. Da ist noch einer. Alles klar. Ja, ansonsten kann ich wirklich jetzt nichts erkennen. Der Schrein noch hinter dem Meer und da ist noch ein Turm, ne? Das sind mehrere Türme. Ganz schön viele Türme. Oh, so viele Türme, ey. Was war das denn? Fliegt hier irgendetwas? Sieht nach einer fliegenden Festung aus. Oh, war ja. Tja, der Schrein ist ziemlich in der Nähe. Den sollte ich als nächstes aufsuchen. Vielleicht ist es ja der eine, den wir geskippt haben. Also dann. Geronimo! Wir könnten es von hier aus schaffen, wenn wir das Parasegel einfach weiterhin benutzen. Also jetzt mit dem Parasegel direkt hierhin nicht fliegen auf einen Schlag, sondern. Ihr wisst ja, wie ich es meine. So, irgendwo müssten wir mal landen. Immerhin. Schleichlinge, okay. Oh oh, Feinde. So, da rollen die Köpfe runter. Ich kümmere mich nicht mehr um die Feinde hier. Was ist das hier für ein Ort? Ach du Scheiße, sind das hier lauter Wächter? Okay, diese Gegner waren kein Problem. Aber wenn dann irgendein Wächter umherwandert, Herr, könnte ich die Chance nutzen, dann sollte ich vielleicht mal dazwischen speichern und es dann immer wieder versuchen, seine Angriffe zu blocken. Also abzuwehren. Nee, weil
Weil ich glaube, damit kann man sie besiegen. Oh shit, das sind wirklich viele Wächter und ein paar von denen müssten noch leben. So, dann erledige ich euch jetzt noch mit dem Fallen. Oh, und da ist Gras. Okay. Die Wächter scheinen hier alle tot zu sein, also kann ich mich hier nach Herzenslust bedienen. Eine antike Feder haben wir hier. Nach antiken Schrott auf jeden Fall. Bitte bleib jetzt nicht hängen. Gute Kameraführung. Oh oh. Ach. Auch eine Waffe. Ich habe kaum noch Waffen, ey. Ah, ein Reisezweihänder, der ist besser. Hui, hier wimmelt es nur von Zweihändern. Nur her mit den Zeugs. Oh, kommst du denn her? Immerhin. Ein paar halbwegs anständige Waffen haben wir jetzt. Der könnte noch am Leben sein, der Wächter. Nein, der ist tot. Oder? Der ist anscheinend tot. Aber hier müssten irgendwelche welche am Leben sein. Was ist das denn? Ach, der hat einen Bogen. Fledermäuse. Lästig wie die Nacht. Deswegen sind sie auch nur bei Nacht anzutreffen. Hey, warte mal, was ist das denn? Ein Stall? Ja, das ist. Hey! Na Logo! Das ist doch der Schrein, zu dem wir vorher nicht hin konnten. Ha, wir haben wieder zurückgefunden. So, und jetzt finden wir mal raus, wie wir da rein können. Vielleicht kannst du uns helfen? So friedlich. Ihr seht, vergiss mal die große Verheerung, was am Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treffen sich hier noch Monster rum. Das Schloss Harrow herrscht Chaos. Immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du etwas Medizin führen. Medizin? Und sie wird hergestimmt, um Insekten mit und Monstermaterialien gemischt. Es fühlt zwar nicht dein. Sitzt du nicht dein Herz auf, aber es macht die Stelle schützt vor Hitze oder Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt gelebt hast und Medizin auskennst. Muss ich mir regelrecht Sorgen dich machen. Komm, ich gebe dir jetzt meine Medizin. Oh, vielen Dank, eine Spurtmedizin. Spurtmedizin kann man schnell laufen. Ich nehme sie immer, wenn ich vom Monster weglaufen muss oder einfach, wenn ich es eilig habe. Sie besteht nur aus Sportechsen und Monster mal. Deshalb habe ich immer das Ginstück dabei. Gut, schön zu wissen. Hayudama-Schrein. Feuerpfeile nutzen vielleicht mehr. Kann man das hier wegbrennen? Nein. Vielleicht kann man das sprengen. Oder einfrieren. Das tut auch nichts. Verdammt, ich verschwende hier meine Pfeile. Bombenfalle lieber aus sicherer Entfernung. Wie kommt man denn da vorbei? Muss man reinfliegen oder wie? Das bringt ja auch nichts. Aber da oben ist was. Oh, hey, du bleibst da. Spurtkröten. Die könnten mehr für die Medizin helfen.
Ja, da komme ich aber jetzt gerade nicht drauf, weil es gerade zu regnen anfangen muss. Ah, das ist so ein elendiges Problem mit dem Wetter. Hier raufklettern auf den Schrein kann ich ja auch nicht. Wie kann man das überwinden? Feuerpfeile versucht, ich habe es in diesem Fall und diesem Fall versucht. Warum muss es ausgerechnet regnen? Naja, beim Stall kann ich übernachten. Vielleicht hört dann dadurch der Regen auf. Der Stall der Zwillingsberge. Unsicher, wo es lang geht? Bist du ein wildes Pferd gezähmt hast, ist es Lorit, aber wenn du es schaffst, öffnet sich hier eine neue Welt. Ich glaube, ich bin schließlich der zweitbeste Pferdezähmer. Du glaubst mir nicht? Na gut, dann versuch, den Rekord von Fusaren, dem zweitbesten Pferdezähmer, zu brechen. Nur zu. Wollte ich hören, es gibt neue Regeln. Bring innerhalb des Settlements ein Wildpferd hierher. In der Gegend gibt es jede Menge Wildpferde. Schnapp dir einfach irgendeines davon. Meine Bestzeit liegt bei 2 Minuten, also musst du innerhalb dieser Zeit ein Pferd zurückkommen. Los geht's! 2 Minuten. Okay, dann mal los. Aber dazu müsste ich meine Schleichrüstung anlegen. Achso, jetzt. So mache ich umso weniger Krach und kann mich an die Pferde heranschleichen. Ich hoffe, es ist kein starkes Wildpferd. Eine Spurtechse. Ups, das hat mich gesehen. Ha, aber kümmert sich nicht um mich. So, ich habe eins. Haha. Brav, mein Junge. So, schnell. Zurück zum Stall. Hey. Brav, Junge, brav. Ruhig, Brauner. Ich warte einfach. Unglaublich! Hat Alex sich da gedacht, dass du nur einfach so unterbietest. Ich habe zwar beim Ziemlich den zweiten Platz belegt, aber das war gegen meinen Bruder, der Vorletzte war. Noch sei. Hier ist jedenfalls ein Preis für den Sieg beim zeitoffiziellen Pferdezähmen-Wettbewerb. 50 Rubine. Tja, sieht so aus, als hätte die Welt einiges mehr an Herausforderungen zu bieten. Und ich habe ein weiteres Pferd. So ein ganz schön dickes hier. Ich lasse es laufen. Und suche mir ein anderes aus. Jede Menge Holzbündel. Tja, den Schrein komme ich einfach nicht dran und ich weiß nicht wie. Gut, es wird Zeit, dass ich jetzt mal beim Stall übernachte. Ja, nimm dir doch die Äpfel, ich drücke. Ich weiß, wo es lang geht. Ich will jetzt einfach nur übernachten hier. Was ist da drüben? Also es geht Randalls Schatz. Warte mal, Prison. Was ist denn für ein Problem? Also sollen wir belauschen? Nein! Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räuberkönigs Ram, der gehört uns allein. Prison, du quasselst so viel. Tut mir leid. War keine Absicht. Pff, was ein Depp. Wir haben jedenfalls wichtige Dinge zu brennen. Also lass uns in Ruhe. Ich dachte, die würden eine Quest bieten. Normales Bett. Bis morgens. So dass dann der Regen aufhört, bitte. Ich habe jetzt schon viel zu viele Rubine verschwendet. So, der Regen hat aufgehört. Und jetzt wüsste ich zu gerne,
Könnte versuchen, hier raufzukommen. Gibt es wenigstens Materialien, aber das ist auch schon alles. Ui! Das ist aber ein Pilz jetzt gerade. Aber hier. Ups. Ah, ja, das war. Das war ja richtig gescheit gerade. Das war richtig schlau von mir. Okay, ich sollte. Ne. Hier. Diese Art von Bombe hinlegen, weil die rollt nicht so schnell davon. So. Und schon komme ich an das Material ran. Ist doch sonst was runtergekommen außer Steinsalz? Also rausgekommen aus der Steinsalz? Ich glaube fast nicht. Aber ich hab. Ha! Ha! Einen Weg gefunden in den Schrein. Aber komme ich da auch wieder raus? Was würde passieren, wenn man da keinen Teleportationspunkt erreichen würde? Das wüsste ich echt zu gerne. Wenn man vorher keinen Teleportationspunkt hätte, dann würde man hier nicht mehr wieder raus, würde man hier nicht wieder rauskommen, ne? Dann würde man hier feststecken, nehme ich mal an. Egal, ich hab's. Ich hab. Vielleicht war es nicht so vorgesehen, aber ich hab mich doch einfach mal reingeschummelt. So, was ist die Prüfung? Wegweisendes Wasser. Ja, ich weiß schon, was vonnöten sein wird. Das hier. Das Cryo-Modul. Auch hier? Wow, was zum. Ach so, ja, ich weiß schon. Erstmal hier eins. Und weiter drüben eins. Eieiei. Ach, man kann eh raufklettern. Ja, renn. Nein! Du sollst doch springen und nicht! Ach! Gott! Das geht mir so auf den Keks. Wenn es nicht richtig funktionieren möchte. Wenn ich mein Grillwild. Dampffisch ist ein bisschen zu viel. Ein Röstbarsch. So. Wow, bleib da oben, Mann. Das ist echt schwer hier zu steuern. Okay. Oh. Okay. Aha. Ich merke schon, was hier los ist und was hier verlangt ist. So, hier ist sonst hoffentlich kein Schatz. Ups. Aha. Mist. Jawohl. Oh.
Fehlt noch eins. So, jetzt muss das aber funktionieren. Komm schon, Ball. Jawohl, Rolle zum Ziel. Oh yeah. So wollte ich das doch sehen. Zerstöre ich mal die anderen Eisblöcke. Ich meine, ich hätte auch hier rüber gleiten können, obwohl nein. Dagegen ist schon vorgesorgt worden. Ich habe das jetzt gerade übersehen. Hey, das war's schon mit der Prüfung? Alter, wie lame. Aber hey, jetzt kann ich mir wenigstens entweder Herz- oder Ausdauer-Container aussuchen. Prüfung ist doch noch nicht ganz zu Ende. Schau ihn an. Dann merke ich mir nicht, die richtigen Knöpfe zu drücken. Was haben wir hier? Einen violetten Rubin. Na also, das wäre geschafft. Dann schließen wir mal die Prüfung hier ab. Wie sie es gehört. Haben wir das schon mal geschafft? So, ein weiteres Zeichen der Bewährung. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Jetzt sind immer noch diese stacheligen Hindernisse. Das muss doch möglich sein. Außerhalb von Teleportieren. Zu einem anderen Schrein. Ja, was zum... Hey, die Stacheln sind weg! Oh Mann, ich dachte, es war also wirklich so gedacht, wie ich es befürchtet hätte. Und was sehe ich da? Da oben ist auch noch was. Ja, über die Brücke ist es sicherer. Also nutzen wir sie auch. Großer Bruderbrücke, hä? Hier können wir nochmal auch raufklettern. Es ist nichts dabei. Und da ist noch ein Schrein. Eins ist Fleisch hier. Was ist mit jemandem reden? Mich interessiert nur Fleisch. Alles andere ist mir Wurst. Ich habe Fleisch verkaufe welches. Na, wie wär's? Fisch ist von feinster Qualität. Doch, nimm's. Das liegt immer richtig. Kaufst du auch an? Natürlich kaufe ich auch an. Was ist denn anzubieten? Schauen wir mal, ob ich irgendwelche Juwelen gerade da habe. Ich habe nur Steinsalz. Sonst habe ich aktuell kein Juwel zur Verfügung. Oh doch, ein Diamanten. 500 Rubine, das ist nicht schlecht. Dann werde ich halt jetzt mal wieder dieses ganze unnötige Zeugs los und kann dadurch feines Geld machen. Dann nimm alles. Oh, da ist noch der Diamant. Moment, da ist noch ein Stein. Achso, ja, das ist Feuerstein. Nice, ey. Dickes Zahnrad, das brauche ich natürlich selbst alles. So. Was? Edelwild und Edelgeflügel, gell? Du möchtest. Nö, danke. Okay. Dann, liebe Leute, wird es dann bei diesem Schrein hier im nächsten Part weitergehen. Oh, und das auch am Bockblütenlager. Tja,
Das werden wir uns am nächsten Part vorknöpfen. Und wie immer, wenn es dir gefallen hat, wusste Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush wurde für ein bis nächsten Part von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. Also auf Wiedersehen und tschüss, oder? Now you know